Er trägt eine Kamera dabei mit einer Fotolinse in Silbermetallic. Wie alt ist dieser Mann? Genau. Ja, ich höre, Herr Gerd. 78, also nicht 19, ne? 19. 19. Was für ein Sternzeichen ist dieser Mann? Rauhaardackel. Gibt's ja gar nicht. Aber auch nicht. Ja, Herr Geller, ich höre. Ja. Nur das, ich brauche. Haben Sie so ein Headset zum Telefonieren? Ich brauche, nein, die letzten Zahlen des Geburtsdatums, nicht die Anfangsbuchstaben. Zum Beispiel 1983 oder 1989. Ja, 1988, habe ich ja schon gesagt. Was ist dieser Mann für ein Sternzeichen? Rauhaardackel. Ein Zeichen des Gnus. So was ein Emo. Die spucken immer so. Aha. Die anderen, die spucken. Dieser Mann ist Zwilling. Echt? Ja. Wo haben Sie das denn jetzt hergewusst? Das ist der Wahnsinn. Uri Geller. Uri. Uri, die alte Potsau. Der weiß Sachen, oder? Ja. Da fliegst du aus. Stimmt das? Sie sind Zwilling vom Sternzeichen. Ja. Ja. Immer. Das habe ich noch niemandem gesagt. Nee. Ich hätte auch Steinbock, Löwe. Das wäre falsch gewesen. Alles sagen können, Sie sind Zwilling. Ist das richtig? Ja, sicher. Sie sind erstaunt. Ja. Ja, okay. Du auch? Zwilling oder erstaunt? Bitte? Was denn jetzt? Er ist jetzt Zwilling oder er ist erstaunt? Ist das wahr? Sie sind Zwilling. Ich bin erstaunter Zwilling. Ah, ja. Jetzt habe ich verstanden. Er sagt nur Rauhaardackel. Rauhaardackel ist ja auch Blödsinn, ne? Aber Zwilling ist richtig. Ich habe sie noch nie gesehen. Nee. Sind Sie jetzt baff? Jetzt bin ich auch wie er baff geboren. Ja? Ja. Noch nie gesehen? Nie. Ich hätte sagen können, auch nie wieder. Weder Waage, aber Zwilling. Woher weiß ich? Ja, was soll ich denn auf der Waage? Ich weiß ja, wie schwer. Nein, was aber Zwilling sind Sie. Zwilling bin ich auch. Da staunen Sie. Uri Geller. Wie Sau. Oettinger ist auch ein gutes Bier. Wenn das nicht stimmen würde, hätte ich gesagt, Waage, Steinbock, ja. Löwe, Krebs, nee. Fisch. Ja. Ich habe sofort geantwortet, dass es mir nichts ist. Gnu, Frettchen, Katze, Maus, Hund. Aber woher weiß ich das? Ich habe sie noch nie gesehen. Ja, was hat der Uri gesagt? Ja. Sie haben ja ein Telefonmann im Ohr. Tun Sie mir eingefallen. Ja. Halten Sie heute Abend um 20.15 Uhr auf ZDF. Ja. Uri Geller Show beginnt heute die Abend. Die öffentlichen. Boah, jetzt werben Sie schon so. Ja. Guckt halt ihr heute Abend ZDF an. 5 Euro an Ihr Fenster während der Show. Sie machen um 20.15 Uhr Ihren Fernseher an, falls Sie einen haben. Um 20.15 Uhr kann ich schon gar nicht mehr stehen. Ich oder schon jemand von Ihrer Verwandtschaft macht das. Jo. Und schauen Uri Geller. Ich glaube, da hat einer 5 Euro. Halten Sie einen 5-Euro-Schein ans Fenster. Ans Fenster oder ans Fernsehen? Ans Fernsehfenster. Ja, das ist besser. Fernsehfenster. Immer in die Augen schauen. Das macht nicht auf jeden Fall. Dann passiert Ihnen was. Was denn? Da fällt mir das 5 Euro. Meiner Mutter ist das gestern auch passiert. Sie hat 10 Euro an den Fernseher gehalten. Sie kommt jetzt in Osnabrück. Auf einmal schlief sie ein, 8.000 Euro lagen auf ihrem Nachtschrank. Das soll nicht, oder? Ja. Und? Auch was davon abgekriegt? Ja. Ja, und dann Oettinger saufen, ist aber nicht wahr, oder? Dann gibt es noch einen Krombacher. Ach so, dass ich das Geld erstmal abhole. Ja, dann gibt es aber erstmal eine Runde jetzt, oder? Kann ich im Moment. Ich war noch nicht in Osnabrück. Ja, richtig. Da hat es geklappt. Geklappt hat es. Es hat in Osnabrück geklappt und bei einem in Münster, bei meinem Bruder. Sonst gibt man keinen. Gibt das aber nicht. Weder in Frankfurt, Dortmund, Wiesbaden, keinen. Aber die Uri Geller Show fängt doch jetzt heute an, hast du gerade gesagt. Ja, wissen Sie, was gestern Abend passiert ist? Da kam Wetten, dass. Ich war gestern Abend noch in Osnabrück. Ja. Da war da warst du doch da, hast du das Geld abgeholt. Nein. Nee, doch nicht. Da fing die Uri Geller Show die Probe an. Ja, ach so, die war das. Werbung. Ja, Werbung ist ja immer. Und dann ging das nur 5 Minuten. Ja. Der kommt aus Tel Aviv, aus Israel. Auch das noch, ich war auch zu Ende, das sagt meine Mutter Silvia, komm mal. Ach, die schau dem Mann mal tief in die Augen. Hättest du mal nicht auf Toilette gesetzt, hättest du auch 1.000 Euro. Und er schaute mich an. Da muss man direkt vor dem Fernseher stehen. Ja. Der spricht so. Ja. Holen Sie bitte mal eine Fotokamera an den Fernseher. Ja, der kann ja nicht so gut Frau sprechen. Silvia Hübenet, halten Sie einen Fotoapparat an den Fernseher. Ich habe ein Fotoapparat. Ich sage, Papa, gib mir mal deine alte Kamera. Ja. Frau Silvia Hübner. Gibt's aber nicht. Mama. Ich sage, muss hier trinken. Ich habe gesagt, woher wissen Sie das? Als wenn ich mit dem Fernsehen rede. Gibt's aber nicht, oder? Sind Sie geboren am 1.1.1965? Ja.
Ja. Meine Eltern waren mit dabei. Gibt's aber nicht. Meine Mutter. Hä? Aber wir hatten da 10 Euro. Ich konnte ja nicht mit dem reden, muss Fernsehen, sondern Mutter. Bei denen in der Familie hat doch keine 10 Euro, oder? Sie ein Fotoapparat ans Fernsehen. Ja. Sie sind gleich überrascht. Überrascht. Und dann so, meine Mutter, was? Moment. Ja. Werner, gib mal irgendein alten Fotoapparat. Werner, aus her damit. 80er Jahren. Ja, sicher. Halten wir ans Fernsehen. Gibt's doch nicht. Nee. Frau Hübeneck, schauen Sie da rein. Okay. Und dann schauen Sie mich ganz tief an. Sie redet gerade mit Uri Geller. Ich dachte, was passiert? Pass auf. Ja, was denn? Erzähl. Auf einmal schreibt den Fotoapparat ins Fernsehen. Ist lustig. Frau Gasiłowski. Ja. Ja, schauen Sie mal in Ihre Kamera. Nee, oder? Hier spricht Ihre tote Mutter mit Ihnen. Auch das noch. Tote die können ja auch noch. Die mit die verstarb. Und die hat 10 Euro dann gebraucht. Und Sie, Herr Werner Hübeneck, halten Sie bitte eine alte Taschenuhr an den Fernseher. Mein Vater sagt, er hat von seinem Opa und seinem Vater so eine Uhr gekriegt. Er ist in Ohlsdorf gestorben. Wo? Hol mal schnell aus dem Wohnzimmer, Hilde, eine alte Taschenuhr. Der muss doch bezahlen und sowas. Klappt ja gar nicht. Fernsehen halten. Herr Geller, Herr Werner Hübeneck, jetzt sind Sie dran. Sie heißen Werner Willi Ernst Hübeneck, sind geboren am 1.7.1935. Sie sind ein Schwein. Echt? Vom Sternzeichen. Ja. Im Chinesischen. Im Chinesischen gibt es das nämlich. Da gibt es nämlich ein Schwein. Herr ich bin Werner da fertig. Ja. Keine legen Ahnung. Sie die Taschenuhr. Ich habe nur zwei. Ich hätte mal lieber meine andere Gigabyte-Karte mitgebracht. Ich habe nur eine 2-Gigabyte-Karte. Ist ja Wahnsinn, oder? Er legt sie zurück und dann kommen Sie bitte wieder vor den Fernseher. Nehmen Sie 20 Cent und schauen mir ganz tief in die Augen. Tief in die Augen. Ja, ja. Herr Werner Hübeneck, schauen Sie mal bitte in Ihrer Wohnzimmerschublade nach. In ganz Deutschland. Da liegen 1 Million Euro. Gibt's doch nicht, oder? Mein Vater geht da sofort hin. Hä? Hä? Nicole, meine jüngste Tochter, meine jüngste Schwester, wo noch so. Mach mal die Schublade auf. An dieser Stelle beenden wir dieses Video aus, dass wir noch ein paar Stunden dauern.